Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und heute gibt es für euch mal im Collector's Spot wieder etwas Besonderes. Und zwar haben wir hier den Good Guy Wants You for a Friend. Hier die Verpackung, hinten einige Vorschaubilder. Ist von NECA. Kann man hier aufmachen mit Klettverschluss, dann kann man hier reinschauen. Und ich würde sagen, ich hole ihn euch mal mit seinem ganzen Zubehör aus der Verpackung und wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Und da bin ich wieder und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ganzen Zubehör hier an, was hier dabei ist. Und zwar haben wir hier eine kleine Pistole dabei. Hier Silber, Schwarz. Dann haben wir dabei einen Baseballbat, unbeschriftet, nichts drauf, stinknormaler Baseballbat. Dann haben wir dabei, na komm her, ein Größenmessgerät, so ein Zollstab, soll das wohl darstellen, vorne und hinten beschriftet. Hier im Detail. Dann haben wir hier dabei einen Zimmermannshammer. Hier auch sehr schön gemacht. Dann haben wir ein Küchenmesser dabei, was auch sehr nice gemacht ist für die Größe. Seht schon, wir vergleichen es hier mal mit meinem Daumen. Dann haben wir hier ein zweites Messer dabei, das etwas antiker anmutet oder älter. Dann haben wir hier ein modernes Messer, sage ich jetzt mal, dabei. Hier sehr schön verziert. Was haben wir hier noch alles? Dann haben wir hier noch einen Dolch, der auch sehr schön ausschaut. Als nächstes haben wir dann ein altes Rasiermesser, das klappbare. Dann haben wir hier schon das erste Teil, das man an die Figur anbauen kann. Das ist dann die abgehackte Hand, wo bloß die Klinge drauf ist, die man anbringen kann am Arm. Dann haben wir hier noch drei Hände dabei. Eine etwas, die sind sehr klein, eine etwas offenere Hand. Dann wohl eine Hand zum Halten der Pistole und der Messer. Und eine noch etwas mehr geschlossene Hand. Die sind halt sehr klein, sehr schwer zum zeigen. Für etwas zum Halten. Ich weiß, es halt hier etwas momentan. Schauen wir mal. So, jetzt etwas besser. Dann haben wir hier einen zweiten Kopf dabei, der hier etwas böser schaut. Hier. Dann haben wir schon einen etwas beschädigten Kopf oder verwundeten oder verletzten Kopf, wie man es auch immer sehen will. Ich sag beschädigt, weil ist ja eigentlich eine Puppe. Sieht auch sehr schön gemacht aus, finde ich. Und als drittes haben wir hier einen Heavy Damaged Kopf. Ist auch sehr gut gemacht, finde ich. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir
zum letzten Zubehörteil. Und zwar habt ihr hier nochmal in der großen Schachtel eine mini faltbare Schachtel, wo ihr dann auf Deutsch gesagt Chucky reinstellen könnt, dass es auch von der Größe her passt. Und ich würde sagen, wir kommen dann gleich mal zur Figur, die ich euch hier mal zeige. Das mache ich jetzt einfach mal live hier etwas ranzoomen. So. Hier haben wir dann Chucky im Originalzustand. Seht schon, mit dem schönen grinsenden Head. Er hat hier auch einige Bewegungspunkte, also der Stand ist nicht dabei, das ist einer von meiner WWE-Figur, ich habe ihn nur genommen, um das Video zu machen. Er hat hier auch einige Bewegungspunkte, und zwar hat er hier einen Balljoint, dass er den Kopf nach hinten und nach vorne drehen kann. Was sehr nice ist, er kann ihn sehr weit bewegen. Dann hat er hier natürlich eine rotierende Schulter. Dann haben wir hier ein Elbow-Gelenk, ein einfaches, da die Figur sehr klein ist. Sieht schon im Vergleich zu meiner Hand, dürfte ungefähr so 5-6 cm sein, vielleicht 10. Die Hand kann man drehen, ja, kann man sehen, man kann sie drehen, etwas anwinkeln. Dann hat er hier das Beingelenk. Sieht schon, er kann auch laufen. Und ein Kniegelenk hat er auch, der Gute. Für die Größe außergewöhnlich. Ja, das Bein kann man nicht viel bewegen, aber man kann sie etwas bewegen. Vom Detailgrad her auch sehr schön gemacht. Die Figur. Drauf. So, dann schauen wir mal, ob das geht, wie das geht. Wir nehmen einmal, das geht so nicht. Klapp. Also der Kopf geht sehr streng ab. Ich vermute dann auch sehr streng drauf. Haben wir Chucky dann sein bösen Gesicht. Flapp. Hier haben wir Chucky mit seinem verwunderten Gesicht. Also die Köpfe gehen sehr streng. Da müsst ihr vorsichtig sein, um nicht das, den Balljoint irgendwo mit rauszureißen oder abzubrechen. Immer schön wiggeln. Wir haben ja Chucky dann mit seinem ganz verwundeten Gesicht. So, jetzt den wieder runter. Den Standardkopf wieder drauf. So. Und hier steht dann Chucky auch ohne Hilfe, ohne Standhilfe. Und ich würde sagen, vielleicht hänge ich euch noch einige Bilder mit dran, wie hier Chucky da steht. Mal schauen, ob ich das mache. In verschiedenen, ja, nicht Posen unbedingt, sondern in verschiedenen Ausführungen. Und dann so
sollte das Video auch wieder beendet sein. Und natürlich könnt ihr mir gerne wie immer eure Meinung zu der Figur unten in die Kommentare posten. Ich würde mich freuen über jeden Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wer es noch nicht ist, darf gern abonnieren. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, sag tschö, danke und auf Wiedersehen und bleibt noch kurz dran. Ich werde noch ein paar Bilder hinten dran hängen.